Hallo. In den letzten Wochen haben wir mal wieder einen Akku-Staubsauger getestet. Und zwar diesmal das neueste und das stärkste Modell von der Firma Shark. Das ist ja ursprünglich eine amerikanische Firma, die aber in Deutschland eine Niederlassung hat. Und die bietet jetzt ein ganz interessantes Modell an, nämlich den Shark Anti-Hair-Staubsauger IZ320EUT. So nennt er sich. Gibt es auch noch verschiedene andere Varianten, je nach Ausstattung. Wir haben das Gerät mit der Vollausstattung getestet. Das Besondere an dem Staubsauger ist nicht nur die hohe Saugleistung, sondern auch, dass er zwei Akkus beinhaltet. Er hat einen Wechselakku, eine Spezialbürste mit zwei Walzen und die Eigenschaften, dass sich keine Haare um die Bürste wickeln. Was er also alles leistet, was das mit der neuen Bürste auf sich hat, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, bevor wir einzelne Tests zeigen und auf die Eigenschaften eingehen, packe ich das Gerät erstmal aus. Ich habe das mitgefilmt, als ich das Gerät das erste Mal ausgepackt habe und kann euch jetzt eben schon ganz gut erklären, was da alles dabei ist im Lieferumfang, denn das ist einiges und wozu die einzelnen Teile gedacht sind. Wie immer findet ihr die Links zu dem kompletten Testbericht mit den technischen Daten, aber auch zu den Bezugsquellen, wo ihr das Gerät bekommen könnt, immer hier unten in der YouTube-Beschreibung. Da sind alle Links aufgeführt. So, bis hierhin war es jetzt sehr schnell Durchlauf. Jetzt zeige ich euch mal die einzelnen Teile. Ist alles übrigens sehr schön umweltschonend verpackt, also alles recycelbar, hier keine Kunststoff, sondern alles Papier. Das ist das eigentliche Saugrohr. Da ist das Besondere an dem Saugrohr, dass das Saugrohr knickbar ist. Seht ihr? Das habt ihr vielleicht am Anfang im Intro schon gesehen. Man kann damit sehr gut und sehr bequem unter Möbeln, unter sehr flachen Möbeln saugen, ohne dass man sich tief bücken muss. Und das ist natürlich schon eine gute Sache. Kennen wir schon vom Rowenta, den wir auch getestet haben. Da war das ganz ähnlich und so funktioniert das auch. Man drückt hinten einfach eine Taste und kann das Ganze dann knicken. Man kann damit sogar das Gerät beim Aufstellen auch komplett um 180 Grad knicken praktisch und kann es dann in auf die halbe Größe praktisch reduzieren und irgendwo abstellen. Aber das zeige ich euch später auch nochmal. Das hier ist die übliche Fugendüse. Da finde ich sehr schön, dass die richtig lang ist, also mit dem Anschluss hier fast 34 cm. Das ist also schon sehr schön lang, da kann man besonders im Auto immer neben den Sesseln immer ganz gut in den Schlitzen saugen. Da kommt man also mit diesen kurzen Fugendüsen oft nicht hin. Deswegen mag ich die eigentlich immer etwas länger, das ist schön. Das hier ist eine der Staubbürsten, die mitgeliefert wird. Die kann man für Polster nutzen, aber man kann die auch für Möbel nutzen. Man kann auch diese Borsten abmachen, da hat man oben so einen Knopf. Wenn man den klickt, kann man diese Borsten abmachen und kann so saugen, dass unten nochmal ein Filz dran, sodass man dann auch auf Flächen schonend saugen kann. Also lässt sich praktisch universell verwenden, sowohl auf flachen Flächen als auch eben auf Polstern und so weiter. So, kommen wir mal zur Bodendüse. Das ist vielleicht mit eines der interessantesten Teile an dem neuen Shark-Staubsauger. Das ist eine Duo-Bürste, nennt sich so, weil die zwei verschiedene Bürsten gleichzeitig hat.
Die Bürsten werden auch beide vom Motor angetrieben, also so nicht nur eine, die so mitrollt oder so, sondern es sind zwei Weißen, die wirklich vom Motor angetrieben werden. Die sind mechanisch miteinander verbunden. Und die vordere Walze ist so eine Art Softwalze, so ähnlich wie man es vielleicht von den Dyson kennt. Da gibt es auch so eine Bürste, die so softig, so weich, so flummig ist. Und die hintere Bürste, das ist eine Bürste, die hat so eine Art Gummilamellen mit abwechselnd mit so weichen Borsten noch. Aber sehr ganz, ganz, ganz weiche Borsten. Und das Wichtigste sind halt diese Art Gummilamellen, die nennt sie der Hersteller Powerfins. Die kennt man ja in der Art schon von anderen Bürsten. Die sind hier, glaube ich, ein bisschen härter fühlen sie sich an. Ich weiß nicht direkt, ob das Gummi ist. Kann auch ein bisschen anderes Material sein. Aber so eine Art Gummi scheint es zu sein. Und durch diese beiden Bürsten wird halt der Schmutz aufgenommen und aufgesaugt, ohne dass sich Haare umwickeln. Die hintere Bürste ist ja bekannt, dass sich solche Bürsten selten mit Haaren bewickeln. Und vorne die Softwalze sorgt eben noch dafür, dass auch feiner Schmutz sehr aufgenommen wird. Und da ist vorne so eine Art Kamm dran. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. So eine Art Kamm, der diese vordere Softwalze immer auskämmt. Das heißt, sobald er irgendwo über Haare fährt, wickeln sich die oder versuchen die sich um diese vordere Softwalze zu wickeln. Die werden von dem Kamm aussortiert und dann von der hinteren Walze eben mit aufgenommen und aufgesaugt. Also es bleiben keine Haare unten dran hängen. Und das Ganze ist nur nicht nur theoretisch so, das funktioniert auch. Das kann ich euch schon verraten. Ihr werdet es aber dann noch sehen. Hier haben wir noch eine Tasche, die mitgeliefert wird. Die soll zum Aufbewahren des ganzen Zubehörs dienen. Also da gibt es keine Station oder so, wo das aufbewahrt wird. Das ist natürlich ein bisschen einfach gedacht. Hätte man sich vielleicht ein bisschen luxuriöser irgendwie vorstellen können. Aber so hat es halt der Hersteller gemacht. Da hat er ein bisschen gespart, muss man schon sagen. So, das ist das Netzteil. Das liefert, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, 28,8 Volt mit 800 Milliampere, das kann man direkt in die Akkus einstecken und dann werden die Akkus aufgeladen. Aber es wird auch noch eine Ladestation mitgeliefert, in der man das Netzteil ebenfalls einstecken kann. Das sage ich euch gleich nochmal. Er hat ja zwei Wechselakkus, der Akkustaubsauger. Und das ist ja auch eine der Stärken, dass man eben dann über lange Zeit saugen kann. Wenn das eine Akku leer ist, macht man einfach das nächste rein. In der Zeit kann eben das andere schon wieder anfangen zu laden. Das ist eben das Wechselakku. Das andere steckt schon im Gerät, ist mit dem Gerät zusammengesteckt. Also zwei Stück von diesem Akku sind da im Lieferumfang. Das Akku hat 25,2 Volt, also auch eine hohe Spannung und eine Kapazität von 2350 mA, also insgesamt 59 Watt. Hier sieht man es, also da kann man das Netzteil auch direkt anstecken und kann es direkt laden, aber noch bequemer geht das mit der Ladebox, die ich euch gleich noch zeige. So, hier haben wir eine weitere Staubbürste, so würde ich es mal bezeichnen. Ich glaube, der Hersteller benennt es Staubbürste mit Gelenk oder so. So bezeichnet der Hersteller das. Da wusste ich anfangs nicht so richtig, was man damit anfangen soll. Aber in der Praxis gibt es durchaus Gelegenheiten, wo die Sinn macht. Das habe ich schon festgestellt. Die hat also vorne einen ganz, ganz schmalen Kopf. Werdet ihr gleich sehen. Und die kann man eben wirklich in sehr kleine, schmale Lücken stecken. Und da kann man also wirklich an wirklich engen Stellen, wo man sonst eigentlich mit keiner runden Bürste hinkommt, wirklich noch Schmutz raussaugen. Man kann das Ganze vorne auch drehen, sodass eben das in zwei verschiedene Richtungen zeigen kann. Schade ist nur, dass man es nicht so drehen kann, dass man eben auch auf hohen Schränken besser rankommt, wenn man das Saugrohr nutzt. So kann man es leider nicht drehen. Es ist mehr so gedacht, eben im unteren Bereich zu saugen. Das hätte man noch ein bisschen optimieren können, sodass es eben auch auf Schränken noch ein bisschen sinnvoller nutzbar wäre. Das hier ist jetzt eine zusätzliche Motorbürste. Das ist also auch mit Elektromotor und eine Art Gummilamellen. Also wie gesagt, der Hersteller nennt sowas immer Powerfins.
aber es sind so eine Art Gummilamellen, die dient für Tierhaare, wird die in erster Linie angeboten oder sie wird auch Tierhaarbürste beschrieben, als Tierhaarbürste beschrieben, damit man eben Polster, wo sich eben Haare ja sammeln von Tieren, die da vielleicht immer liegen, Katzen, das schöne Plätzchen der Katzen, dass man diese eben dann nochmal gezielt mit einer kleinen Bürste sehr gut absaugen kann. Macht sich aber am Auto auch gut. Ich habe das Auto damit schon Fußmatten und so weiter abgesaugt, aber auch die Polster von Sitzen auch recht gut. Das hier ist die Ladebox, die ich eben schon erwähnt habe. Da kann man das Netzteil ebenfalls anstecken und dann kann man immer beide Akkus gleichzeitig laden. Man kann natürlich auch ein einzelnes laden, je nachdem wie man will. Man muss das Akku praktisch nur reinstellen. Dann wird das unten automatisch über den Stecker verbunden und es lädt dann automatisch schon. Also es ist natürlich viel bequemer, wenn ihr die Ladebox irgendwo stehen lasst und dann einfach nur die Akkus schnell da ablegt und dann werden sie geladen. Das ist gut. Hat unten Saugnäpfe ran. Warum man das gemacht hat, weiß ich nicht. Wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber so saugt die sich noch an den Möbeln fest. Und das hier ist halt der Staubsauger, das eigentliche Hauptgerät. Da steckt eben schon ein Akku jetzt drin, seht ihr. Das mache ich mal raus gleich. Hinten ist jetzt noch ein Aufkleber drauf, wo das Display ist. Da wird schon mal die Anzeige angedeutet. Das ist aber jetzt hier noch ein Aufkleber. Mache ich nachher mal ab und zeige euch, wie das Original aussieht, wenn da die LEDs leuchten. Aber da könnt ihr die Saugstufe einstellen, könnt es ein- und ausschalten und zeigt auch immer die Restkapazität digital an. Aber werdet ihr nachher noch sehen. Sehr schön, was man jetzt auch immer schon sieht, ist, dass alle Steckverbindungen bei einem Staubsauger wirklich sehr gut funktionieren. Also das ist nicht nur bei den Akkus so, dass sie sehr schön einrasten, sondern auch bei den Saugrohren und so weiter. Die rasten alle wirklich bombig ein. Also da muss man sich nicht anstrengen. Auch beim Abmachen muss man sich nicht anstrengen. Wir hatten ja schon mal ein Markengerät, was sehr teuer war, wo das doch ein bisschen anstrengend war mit diesen Steckverbindungen und auch mit dem Abnehmen von Schmutzbehälter und so weiter. Das ist hier alles sehr leicht. Man muss nur einmal wissen, wie es geht. An der Stelle wusste ich es noch nicht, wo der Schalter ist. Denn ich habe es ja, wie gesagt, hier das erste Mal ausgepackt. Ich kommentiere das hier im Nachhinein, da jetzt weiß ich es natürlich. Man muss links den Taster drücken, dann geht vorne die Klappe auf und dann wird der Schmutz auch gleichzeitig rausgezogen. Da ist in unserem Plastik, seht ihr vielleicht vorne an dem Deckel, das zieht den Schmutz auch gleichzeitig nach draußen. Das ist eigentlich geschickt gemacht. Man muss also ganz selten, wenn man den leert, hineingreifen. Man braucht das also einfach nur über den Mülleimer halten, Knopf drücken und dann fällt der Schmutz gewöhnlich auch vollständig raus. Das ist nicht bei jedem Akkustaubsauger so, gerade bei den Billiggeräten. Da bleibt oft innen drin noch was hängen. Da muss man dann mit irgendwas da rein und muss den ganzen, ja, am besten ist da mal ein Pinsel oder so. Und dann kann man das sauber machen. Das ist hier eigentlich selten nötig. Wie gesagt, die ganzen Steckverbindungen funktionieren wirklich sehr gut. Also die Verarbeitung insgesamt von den Teilen, die hat mich doch sehr positiv überrascht. Ich kannte den Hersteller noch nicht. Also ich kannte ihn schon, hatte aber noch kein Gerät von ihm im Test. Und das ist eigentlich alles doch sehr ordentlich gemacht. Und gerade auch diese Duo-Bürste, wo man zwei Walzen hat, sehr praktische Sache. Die vordere Walze lässt sich auch sehr leicht entnehmen. Muss man ja selten, weil die, wie gesagt, es wickeln sich in der Regel keine Haare rum. Wir haben das ja mehrere Wochen getestet, auch mit Haaren. Wir haben ja einen Katzenhaushalt. Da wickelt sich nichts drum rum. Also das ist wirklich gut. Das Einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, die hintere Bürste, die kann man nicht rausnehmen. Man kann zwar da mit einer Münze die Klappe öffnen und kommt da eigentlich recht gut überall ran. Aber rausnehmen, das ist mir nicht gelungen. Das ist offenbar nicht vorgesehen. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, man braucht es in der Regel nicht und der Hersteller hat da wohl sehr großes Vertrauen in das Gerät und in die Haltbarkeit. Muss man auch glauben, denn er bietet ja immerhin 5 Jahre Herstellergarantie und von daher hat man da auch eine gewisse Sicherheit. Wobei ich nicht weiß, ob da jetzt Verschleißteile wie die Bürste jetzt da mitzählen oder nicht. Wahrscheinlich nachher eher nicht. Aber 5 Jahre gibt man ja nicht so einfach so. Da muss der Hersteller schon gewisse
Erfahrung haben. Aber wie gesagt, es macht alles einen sehr ordentlichen Eindruck und ihr seht auch, das lässt sich hier ganz gut bedienen. Das Akku ist bereits etwas geladen, man kann also theoretisch schon loslegen. Man kann ja alle Düsen direkt an das Gerät anstecken und hat dann praktisch ein Handgerät, mit dem man mit allen Düsen arbeiten kann. Man kann aber auch alle Düsen an das Saugrohr anstecken und dann eben damit saugen. So, jetzt habe ich mal den Aufkleber abgemacht. Jetzt kann man mal das Display komplett sehen. Unten gibt es also drei Soft-Tasten in dem Display. Wenn man die linke Taste drückt, kann man die Bodenart wählen. Das bestimmt eigentlich nur die Drehzahl der Bürste. Auf Hartboden ist die Bürste langsamer. Und auf Teppich ist die Bürste schneller. Und rechts kann man die Saugkraft wählen in drei Stufen. Aber das zeige ich euch gleich nachher nochmal genauer. Und dann wird natürlich die Restkapazität da noch angezeigt. Mit der linken Taste kann man hier den Behälter öffnen oder wenn man rechts eine Taste drückt, kann man den Behälter auch abnehmen, wie hier seht ihr jetzt. Das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ihr mal die Filter wechseln wollt oder reinigen wollt. Die kann man einfach hinten rausnehmen. Das sind zwei verschiedene Filterarten. Der eine ist ein bisschen gröberer Filter, das andere ein Feinfilter. Eines müsste ein HEPA-Filter sein, so beschreibt es der Hersteller. Und somit wird also der Schmutz halt dreifach gefiltert, vorne erstmal durch dieses Metallgitter und dann eben durch diese zwei Filter noch zusätzlich und dann eben noch das Zyklonprinzip. Und dadurch sollen halt 99% aller Partikel oder sowas soll da herausgefiltert werden. Das kann ich natürlich nicht prüfen, aber wollen wir es mal glauben, es macht auf jeden Fall einen ordentlichen Eindruck und die Filter müssen auch nicht allzu oft gereinigt werden. So, jetzt stecke ich mal die verschiedenen Dinge an. Ihr habt es eben gesehen, das Saugrohr hatte ich angesteckt. Man kann natürlich auch die Düsen hier direkt anstecken, hatte ich ja schon erwähnt, und das Gerät dann praktisch als Handstaubsauger nutzen. Das ist ja eigentlich der Vorteil von diesem Art des Gerätes, dieses pistolenartigen Gerätes. So, das hat ja Dyson ursprünglich mal erfunden, diese Bauart. Und mittlerweile wird das ja von sehr vielen Herstellern so gebaut, dass man einfach den Schwerpunkt, also das eigentliche Gerät, immer direkt in der Hand hat. Und dadurch hat man eben den Vorteil, dass man es wirklich als Bodenstaubsauger nutzen kann, aber genauso gut eben als Handgerät, eben um Möbeln abzusaugen, Couch abzusaugen, Betten abzusaugen. Da kann man übrigens diese kleine Elektrobürste auch sehr gut nutzen, auch für Milben. Kann man sehr gut auch als Milbenbürste nutzen. Auch im Auto beispielsweise ist das Gerät durchaus handhabbar. Man könnte diese kleine Bürste aber auch direkt am Saugrohr anstecken. Habe ich noch nicht nutzen müssen, so auf diese Art. Aber gehen tut es auch. Geht nicht bei jedem. Also hier wird der Strom also auch immer für die Bürsten durch das Saugrohr weitergeleitet. Und im Normalbetrieb hat man halt immer die große Hauptbürste dran und kann dann das Gerät über das Knickgelenk sehr schnell knicken und eben auch unter Möbeln saugen. Also von der Handhabung ist das Ganze also wirklich sehr gut, da gibt es gar nichts zu meckern. Ähnlich gut wie auch die Dyson-Geräte, die bei uns auch immer sehr gut abgeschnitten haben. Da steht ja hier eigentlich nichts nach, hat eben sogar noch den Vorteil mit dem Knicken. Und hat auch noch den Vorteil, dass eine Beleuchtung vorne an der Bodendüse dran ist. So, ich lade jetzt mal die Akkus erstmal auf, werden einfach in das Ladegerät reingesteckt. Man hat hier drei LEDs noch an jedem Akku und da kann man immer den Ladezustand erkennen. Ich glaube, wenn alle aufgeladen sind, brennen alle LEDs und ich glaube, nach einer Weile gehen sie dann auch aus. So, hier sieht man den Staubsauger nochmal komplett an der Wand. Daneben sieht man übrigens nochmal unser Gerät, was im Test bis jetzt am besten abgeschnitten hat. Das ist der Dyson V11. Der hat bei uns
immer am besten abgeschnitten. Deswegen nehmen wir den immer so ein bisschen als Referenzgerät und ich werde den dann eben ab und zu mal erwähnen. Ist ja ein relativ teures Gerät, der Dyson V11, hat aber wie gesagt von der Saugleistung bei uns bislang immer am besten abgeschnitten und mal schauen, wie nahe der neue rankommt. Hier sieht man, dass man ihn zusammenklappen kann. Das ist schon mal eine Eigenheit, die neu ist. Hat man sonst bei keinem Gerät, dass man den komplett so zusammenklappen kann. Ist praktisch, wenn man ihn nachher eben abstellen will irgendwo in einem Raum. Man hat ja keine Wandhalterung und es gibt auch keine Ladestation. Deswegen dieses Zusammenklappen, damit man einfach so abstellen kann. Und die Wechselakkus kann man ja in der Ladebox laden. Hier sieht man nochmal genauer das Display. Das hier ist jetzt die Taste für die Saugstufe. Kann man in drei Stufen wählen. Hier hat man die Taste für die Bodenart. Hat man auch ein Symbol, was das anzeigt. Und hier hat man den Ein- und Ausschalter. Und oben hat man eben in der Prozentzahl nochmal gesehen, wie viel Prozent im Augenblick das Akku geladen ist. Wir haben den Staubsauger natürlich mehrere Wochen im Alltag getestet. Hier mal ein paar Ausschnitte, bevor wir dann spezielle Tests gemacht haben. Die zeige ich euch gleich danach. Aber hier einfach mal ein paar Ausschnitte, wie er so im Alltag zu handhaben ist. Wir waren während der Testzeit sehr positiv überrascht. So gut hatten wir das Gerät gar nicht erwartet. Also wir waren von der Handhabung begeistert, muss ich sagen. Wie gesagt schon, ich hatte es ja schon gesagt, die Steckverbindungen funktionieren alles. Man kann die Geräte sehr schnell wechseln, die Düsen sehr schnell wechseln. Die Saugleistung war sehr gut. Besonders gut war sie auf Hartboden, wo sowohl eben grober Schmutz als auch eben feiner Schmutz sehr gut aufgenommen worden, sogar sehr grobe Teilchen, weil die Bürste ja vorne alles erfasst und eben auch sehr feiner Schmutz eben durch diese Softwalze sehr gut, selbst wenn er ein bisschen anhaftet, sehr gut erfasst wird. Also da haben wir eigentlich nichts zu meckern gehabt. Vielleicht, dass Haare auf manchen Teppichen ein bisschen schwieriger waren. Da musste man schon einige Mal drüber fahren. Da sind Borstenbörsen doch ein bisschen stärker. Aber wenn man einige Mal drüber gefahren ist, war das in der Regel auch beherrschbar. Aber das teste ich gleich nochmal auf einem anderen Teppich. Da könnt ihr dann nochmal schauen. So, hier habe ich jetzt erstmal einen den berühmten Quarzsandtest, den wir eigentlich mit allen Geräten machen, sowohl Akkustaubsaugern als auch Saugrobotern. Wir haben jetzt hier Quarzsand verteilt, ich habe alles gewogen und ich werde jetzt da versuchen, dieses wieder auszusaugen. Und nachher messen wir nochmal, wie viel Quarzsand von dem verteilten Quarzsand er hier zurückgesaugt hat. Muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass sich der Teppich nicht verschiebt, weil die Bürste sich doch relativ stark an leichte kleine Teppiche ansaugt. Und das ist übrigens jetzt die maximale Saugstufe. Hört ihr vielleicht auch im Geräusch, die Bürste ist relativ laut. Das sind auch Bürstengeräusche, die man dann hört, nicht nur das Sauggeräusch.
Und wenn man die maximale Drehzahl hat und maximale Saugstufe, haben wir bis zu 79 dB gemessen. Also da ist der Staubsauger leider nicht leise. In den anderen Saugstufen nimmt das dann ab. Aber in der maximalen Saugstufe ist er schon sehr laut, muss man sagen. So, jetzt habe ich das mal ausgesaugt. Jetzt werde ich den Behälter nochmal auf die Waage stellen, wiege das nochmal und kann dann eben ausrechnen mit der Tabellenkalkulation, wie viel er dann zurückgesaugt hat. Ich fülle das dann auch nochmal in den Behälter zurück, damit ihr es auch optisch nochmal seht. Aber ich weiß das jetzt schon anhand der Zahl. Ich habe das ja jetzt schon ausgerechnet, 477. Also er hat ihr sogar etwas mehr als 100% ausgesaugt. Wie kann das sein, fragt ihr euch. Das ist natürlich sensationell. Das ist deswegen so, weil natürlich immer ein bisschen Restschmutz in so einem Teppich, in dieser Schmutzmatte drin ist. Wir reinigen die zwar vorher, wir klopfen die extra aus und saugen die dann mit dem stärksten Sauger, den wir im Haus haben, auch richtig aus. Aber ein kleines bisschen bleibt immer noch zurück. Und wenn wir jetzt den Schmutz, den Sand verteilen, dann und er saugt wirklich so gut, dass er eben diesen kompletten Schmutz zurücksaugt, dann kann es passieren, dass er noch ein bisschen von dem anderen Schmutz mit rausholt, wenn er besser ist als unser bester Sauger. Und das ist hier passiert. Er hat also etwas mehr als 100% hier rausgesaugt. Ihr seht, der Behälter ist wieder komplett voll. Ein bisschen habe ich jetzt eben daneben geschüttet, habt ihr vielleicht gesehen, als ich das hier in den Behälter geschüttet habe. Wenn ihr das noch dazu rechnet, dann ist es sogar ein bisschen mehr als 100%. Also ein hervorragendes Ergebnis, was ganz, ganz wenige Staubsauger geschafft haben. Also soweit ich mich jetzt erinnere, könnt ihr aber bei mir das auch nochmal nachlesen, hat das bislang nur der Dyson V10 und V11 geschafft. An keinen anderen kann ich mich jetzt erinnern, der hier 100% zurückgesaugt hätte. Also sehr, sehr gute Saugleistung. So, den gleichen Test mache ich jetzt auf nochmal etwas höherem Teppich. Das ist ein anderes Floor und das ist auch etwas höher. Da kann also der Schmutz tiefer fallen. Und das Prinzip ist genauso. Ich habe wieder alles vorher gewogen, eingerieben, habt ihr gesehen. Und jetzt versuche ich da nochmal auszusaugen. Hier merkt ihr ein kleines Manko, weil der Teppich ist nämlich sehr leicht. Er hat keinen Gummiboden und der rutscht relativ schnell. Und das ist ein bisschen schwierig mit dem Staubsauger zu saugen, weil die Bürste sich doch in dieser maximalen, in diesen hohen Stufen relativ stark an die Teppiche ansaugt und verschiebt die Teppiche. Das ist das Einzige, was mir eigentlich so bei der Handhabung von der Bürste nicht so gefallen hat, dass eben ganz leichte Teppiche sich eben schnell verschieben können. Kommt in der Praxis wahrscheinlich eher weniger vor, also bei uns zumindest, wir haben solche Teppiche hier eigentlich gar nicht liegen. Aber wenn ihr eben solche leichten Teppiche irgendwo liegen habt, dann hat man ja oft auch so eine, da gibt es ja diese Anti-Rutsch-Untermatten, die man da unterlegen kann. Und die werden ja auch häufig da untergelegt, weil es ja so und so gefährlich, wenn so Teppiche rutschen. Und dann dürfte das auch weniger auftreten. Aber das ist eben so ein Manko, das man so im Kopf haben muss, dass eben sich die Bürste bei kleinen Teppichen eben relativ stark ansaugt und sich die dann verschieben. Und hier sieht man das eben ein bisschen ärgerlich, deswegen muss ich ihn jetzt beim Rückziehen immer ein bisschen hochheben, um diesen Test hier zu Ende zu bringen. Das kommt bei den anderen Bürsten, beim Dyson, seltsamerweise nicht so stark vor, obwohl der auch eine sehr, sehr hohe Saugleistung hat, die ist sogar noch ein bisschen höher, das kann ich schon mal verraten. Das liegt wohl daran, dass hier die Bürste ein bisschen tiefer gebaut ist oder unten etwas dichter abgedichtet ist durch diese Softwalze vorne. Es sind ja zwei Walzen und die dichten das, den Luftstrom auch besser ab, sodass eben der Luftstrom besser nach unten gerichtet wird. Das hat den Vorteil, dass er mit weniger Saugleistung ähnlich gut saugt oder reinigt. Aber es hat eben den Nachteil auch, dass er eben Teppiche, die leicht sind, etwas stärker ansaugt. Hier seht ihr das Ergebnis. Ich habe es auch schon mal ausgerechnet. Das ist 78% hat er hier aus dem Teppich rausgeholt. Und das ist ebenfalls ein sehr gutes Ergebnis. Viele andere sind schlechter. AEG CX7 hat 60%, der Prosennic P10 54%. Ein Roventa schaffte 60% und selbst ein Miele Triflex HX1 Cat & Dog hat auch hier nur 76% geschafft. Also sehr gutes
Ergebnis. Dyson war hier stärker, Dyson hatte 94 geschafft, auch bei diesem höheren Teppich. Also da war Dyson dann der Sieger, muss ich sagen, bei höherem Flur, da macht sich dann die höhere Saugkraft doch das Dyson etwas bemerkbar. Jetzt bin ich in der zweiten Saugstufe, also nochmal den Läufer, den wir hier saugen. Das ist nur jetzt die zweite Saugstufe und schauen wir mal, was daraus kommt. So, jetzt wiege ich das Ganze wieder. Ich habe es schon ausgerechnet, kann es euch sagen. Das ist jetzt gewesen, 63% hat er hier rausgesaugt. Und das ist immer noch ein super Ergebnis. Das ist sogar gar nicht mal viel schlechter als der Dyson. Der Dyson V11 hat hier, muss ich gerade mal schauen, der Dyson V11 hat hier 64% geschafft, also 1% mehr. Also das ist wirklich ein gutes Ergebnis, auch in der zweitstärksten Stufe. Der Prosenik hat hier nur 49% geschafft. Also da ist er immer noch gut. Man kann also auch in der zweiten Saugstufe noch sehr ordentlich mit dem Shark saugen. Und der Vollständigkeit halber machen wir jetzt nochmal den Test, ihr seht es gerade, mit der niedrigsten Saugstufe. Mal schauen, was da noch rauskommt. In der Praxis würde ich die eher selten nehmen, meist sind die niedrigsten Saugstufen nicht mehr so prickelnd. Aber auf Hartboden kann man sie natürlich noch nehmen, aber auf Teppich würde ich doch meist in die mittlere Saugstufe oder die hohe gehen. So, auch das wiege ich, da habe ich das Ergebnis auch schon parat. Das ist 42%, also das ist dann schon deutlich weniger. Im Vergleich jetzt zu Saugrobotern ist das immer noch ein guter Wert. Also ja, gut, Saugroboter, guter Saugroboter sollte auch so um die 60% schaffen. Aber es gibt auch viele, die da deutlich schlechter sind. Also da wäre es jetzt ein ähnlicher Wert, wie viele Saugroboter bieten, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, in der ersten Stufe habt ihr ja 100, im Boost-Modus haben wir ja über 100% gesaugt und sowas schafft kein Saugroboter. Also ein Akkustaubsauger ist da immer besser, deswegen es lohnt sich auf jeden Fall noch einen normalen Staubsauger, also einen möglichsten Akkustaubsauger im Haus zu haben. Die sind einfach am bequemsten. Es macht heute eigentlich keinen Sinn mehr, mit dem Netzkabel da durch die Gegend zu laufen. Das ist doch, ja, ich finde es halt zu mühselig. Wer einmal einen Akkustaubsauger hat, der wird nie mehr einen Netzstaubsauger nehmen. Also da ist eine ganz andere Handhabung. Die nutzt man ganz anders, nutzt man wesentlich öfters und sie sind einfach bequemer, weil man sie halt schnell zur Hand hat. So, hier habe ich jetzt nochmal Quarzsand direkt am Rand verteilt und habe in der Mitte jetzt nochmal Katzenstreu, Semmelmehl, also grobes Katzenstreu, Semmelmehl und nochmal Quarzsand verteilt. Und jetzt versuche ich erstmal den Rand abzusaugen, wie nah er an den Rand absaugt und versuche eben gleichzeitig auch den Schmutz in der Mitte zu saugen. Jetzt habe ich natürlich die Hartbodenstufe in der maximalen Einstellung aktiviert. Vielleicht habt ihr es gesehen, also einmal am Rand vorbeifahren hat eigentlich gereicht, um den Rand komplett sauber zu bekommen. Das ist schon ungewöhnlich gut, weil ja die Bürsten eigentlich gar nicht bis an den Rand kommen. Die haben ja immer einen gewissen Abstand, aber die Saugleistung wird offenbar so stark auf den Boden geleitet, dass er den Schmutz vom Rand ranzieht und wegsaugt. Also ist ein sehr gutes Ergebnis. Ich muss mich nur hier mal immer mehrfach drehen, weil die Bürste halt relativ groß ist und ich in jede Ecke natürlich von der Seite rankommen muss.
Aber ansonsten Randreinigung sehr gut und auch in der Mitte natürlich mit dem Katzenstreu und dem ganzen anderen Schmutz hat er kein Problem. Es fällt auch nichts heraus, wenn man den schüttelt. Also alles wirklich beachtlich gut. Und das hatte ich aber auch schon erwähnt, das liegt auch mit an dieser Softwalze, die eben vorne noch dran ist, dass er eben mit zwei Bürsten saugt. Und da kann er wirklich Schmutz sehr gut aufnehmen und besonders gut halt von Hartboden. Und das gilt auch für den Rand. So, jetzt zeige ich euch das nochmal mit den groben Partikeln, dass er die auch sehr gut aufnehmen kann. Denn viele Bürsten oder viele Staubsauger schieben ja solche Partikel einfach vorne weg und nehmen die gar nicht auf, weil es einfach nicht runter kommt unter die Bürste. Und das ist eben hier anders, weil die vordere Softwalze das praktisch erfasst und dann drunter schiebt und zur nächsten Bürste gibt und die es dann nach oben schleudert und aufnimmt. Also das geht wirklich wunderbar. So, und weil es so schön war, schütte ich den Schmutzbehälter jetzt nochmal aus. Ihr seht also, dass das auch alles im Schmutzbehälter ist und saug es dann nochmal auf. Mal nur die mittlere Saugstufe. Das macht also die Bürste wirklich gut. Jetzt zeige ich auch nochmal, dass sie auch Haare gewöhnlich recht gut aufnimmt. Ich habe jetzt hier mal Haare verteilt, alle möglichen, drehte die jetzt auch nochmal ein bisschen fest, damit es nicht zu leicht wird und versuche das dann mal ganz normal mit der Bodenbürste aufzusaugen. Maximale Saugstufe. Also man sieht hier, man braucht eigentlich nur einmal drüber gehen und dann ist der Teppich sauber und es verfängt sich, wie gesagt, auch nichts in der Bürste. Das landet alles im Schmutzbehälter, ich zeige es euch gleich nochmal. Also das funktioniert hier gut. Es funktioniert nicht auf jeden Teppich so gut. Wir hatten im Wohnzimmer einen Teppich, da waren dann noch einzelne Haare, die dann noch liegen blieben. Da musste ich dann noch zwei, dreimal drüber, bis die dann in der Bürste erfasst. Also wenn sie die einzelnen Haare sich verhaken können, dann haben diese Powerfinster, also diese Lamellen, da ein bisschen Schwierigkeiten. Die können die nicht so gut aufgreifen wie Borstenbürsten. Also da muss man eventuell mehrmals drüber fahren. Aber dafür hat eben die Bürste den Vorteil, dass sich auch nie was in der Bürste verfängt. So, hier ist sogar noch ein bisschen Quarzsand, hat er noch mit aufgesaugt. Und hier sieht man jetzt die ganzen Haare. Also auch damit kann man sehr zufrieden sein mit der Haaraufnahme, auch wenn sie nicht ganz so optimal ist wie eben mit einer Borstenbürste. Der Vorteil mit den Gummilamellen hat eben auch einen kleinen Nachteil, das muss man sehen. So, jetzt zeige ich euch vielleicht nochmal die anderen Düsen, damit ich saug hier einfach mal dieses Gemisch von Quarzsand und Katzenstreu und Semmelmehl auf, damit ihr einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie die Saugleistung aussieht oder wie die Saugleistung ist. Ah, Akku leer. Das mit dem Wechselakku ist schon eine tolle Sache, habt ihr gerade gesehen. Wenn es Akku leer ist, einfach ein neues Akku rein
und weitersaugen. Wie gesagt, zwei Stück werden mitgeliefert. Das reicht dicke für eine Wohnung aus. Auch wenn ihr jetzt zwei Etagen habt und eine große Wohnung habt, ist das eigentlich kein Problem, damit auszukommen, wenn ihr jetzt alle beide Akkus nutzt. Aber zur Laufzeit sage ich euch gleich noch. Ja, also die Fugendüse könnt ihr sehr ordentlich mit saugen. Die hat da richtig Wumms. Also da wird richtig was gesaugt. Ich schütte den Behälter nochmal aus, zeige euch vielleicht nochmal eine andere Bürste. Mal diese Möbelbürste, die ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt für diesen Schmutz geeignet oder gedacht. Ich werde sie jetzt erstmal mit Borsten nutzen, dann mal ohne, aber damit ihr einfach das mal so seht, was machbar ist. Also ihr seht es, also sowohl mit Borsten saugt sie schon sehr viel auf, aber auch ohne Borsten natürlich. Also daran kann man schon erkennen, dass die Saugleistung relativ hoch ist von dem Gerät. Denn mit Borsten ist ja doch ein gewisser Abstand vorhanden. Und wenn der noch aufgesaugt wird, dann muss man schon ein bisschen Saugkraft haben. Das wäre jetzt hier die Elektrobürste. Die ist natürlich jetzt für diese Hartboden eigentlich weniger gedacht. Ich zeige es euch jetzt nur mal hier, um den Rest jetzt mal schnell aufzusaugen, die hier noch verteilt ist. Aber die ist eigentlich in erster Linie für Polster gedacht. Wenn man hier glatte Flächen mit der Hand aufsaugen will, dann kann man auch die Bodenbürste direkt an das Handgerät anstecken. So, hier nochmal die Fugendüse in der Nahaufnahme. Also man sieht schon, der Akkustaubsauger hat schon richtig Power. Also da kann man schon einiges machen. So, jetzt schauen wir uns doch nochmal die Laufzeit an. Die haben wir nochmal ausgiebig gemessen, weil angegeben wird nur, er hat eine Laufzeit von 120 Minuten, aber da sind beide Akkus dann zusammengerechnet und dann hat man auch die niedrigste Saugstufe genommen und das auch noch ohne Elektrobürste. Das sind immer so Angaben, die man dann eigentlich in der Praxis gar nicht so braucht. Denn in der Regel wird man den Staubsauger ja die meiste Zeit mit Elektrobürste nutzen und auch selten ständig in der niedrigen Stufe arbeiten. Deswegen haben wir das nochmal in allen Saugstufen gemessen. Der ist hier befestigt an einem Stativ. Ich zeige euch das ja jetzt nicht in der gesamten Zeit, ist klar. Ich zeige euch jetzt nur mal hier so ein paar Ausschnitte. Die Zeit ist hier geschnitten, die Videos sind geschnitten. Nur damit ihr mal so seht, wie die Zahlen runtergehen. Die gehen immer in 10%. Schnitten runter und dadurch könnt ihr eben die Laufzeit immer am Display ablesen. Wie gesagt, das ist jetzt hier stark beschleunigt. Normalerweise geht das natürlich viel langsamer. Wir haben das gemessen in allen Saugstufen und einer unterschiedlichen Bodeneinstellung. Ich liste es euch gleich mal auf, damit ihr das Ergebnis genauer kennt. Denn diese Angaben, die da von den Herstellern gemacht werden, die sind, wie gesagt, in der Praxis nicht so richtig praxistauglich, sagen wir so. Die stimmen schon, aber wie gesagt, man nutzt ja in der Wirklichkeit andere Saugstufen. Die meiste Zeit wird man bei dem Gerät wahrscheinlich in der mittleren Saugstufe arbeiten und ab und zu halt im Boost-Modus. Wenn ihr jetzt die maximale Saugstufe nehmt und dann noch den Teppichmodus nutzt, dann kommt ihr auf eine Laufzeit von 12 Minuten pro Akku. Hört sich wenig an, aber ihr müsst bedenken, dass ein Dyson hier auch, ein Dyson V11, da haben wir nur etwas um die 7 Minuten gemessen. Also das ist schon eine ganze Ecke. Und wenn ihr mit zwei Akkus rechnet, habt ihr 24 Minuten diesen Boost-Modus. Und das ist eigentlich schon sehr ordentlich.
Wenn ihr die maximale Saugstufe, also auch den Boost-Modus nutzt und nur den Hartboden nutzt, dann kommt man sogar auf 24 Minuten pro Akku und das wären dann 48 Minuten. Das ist also wirklich völlig ausreichend für eine Wohnung, denn man ist nicht kontinuierlich im Boost-Modus. Und wenn ihr die Saugstufe 2 nehmt, also die mittlere Saugstufe, nennt sich hier Tiefenreinigung, und das im Hartboden-Modus, dann kommt man bei einem Akku schon auf 37 Minuten und da würde man bei zwei Akkus eine Stunde und 14 Minuten schaffen. Also wirklich auch eine beachtliche Zeit, die auch durchaus oft genutzt wird. Die Saugstufe 2 wird auch oft genutzt, also eine sehr lange Laufzeit, dann kann man eigentlich wirklich zufrieden sein. Und in der Saugstufe 1, da würde man sogar mit einem Akku schon auf 48 Minuten kommen und bei zwei Akkus, dann wären das fast 90 Minuten. Aber die Saugstufe würde man wahrscheinlich in der Praxis eher selten nutzen. Bei Hartboden kann man sie nutzen, aber ich würde da doch vorwiegend in der Saugstufe 2 arbeiten. Da ist man effizienter und die Akkuausdauer reicht auch aus. Also Laufzeit ist durchaus sehr gut. Wir haben natürlich auch die Saugleistung gemessen und die Saugleistung war wirklich bei Belastung. Das heißt, wir haben sie verbunden mit Strömungsmessungen und so weiter, wie man eben wirklich die Saugleistung misst. Oft wird da ja nur Unterdruck angegeben, was in Wirklichkeit überhaupt nichts über die Saugleistung aussagt. Man muss das ja immer in Verbindung mit einer Strömung messen. Aber das erkläre ich etwas genauer auf meiner Seite. Da findet ihr auch die genauen Ergebnisse. Ich kann euch nur sagen, dass wir eben beispielsweise maximaler Unterdruck, wenn ihr das haben wir bis 20 Kilopascal gemessen und maximale Strömung von 15,9 Meter pro Sekunde. Aber das könnt ihr alles nochmal auf meiner Seite lesen, denn gerade mit der Strömung zusammen sind die Werte interessant und wir bewerten das ja bei uns auf der Seite auch mit einer Skala und da hat das Gerät sehr gut abgeschnitten, kann ich euch sagen. Besser als die meisten Geräte, die wir testen. War sogar besser als der Miele Triflex, der ja auch sehr teuer ist, teurer als das Gerät. Mithalten konnte fast der Rowenta. Der ja auch eine sehr hohe Saugleistung hatte, haben wir ja damals schon getestet. Der hatte nur nicht so eine gute Bodenbürste. Ne? Aber der kam von der Saugleistung fast heran. Wer ihn übertreffen konnte, das war lediglich der Dyson V11 und der V10. Die waren in der Saugleistung noch höher. Das konnte man klar messen. Zum Teil war das aber bei der Reinigung auf Hartboden zumindest nicht erkennbar. Da haben beide im Haushalt genauso gut gereinigt. Haben wir ja auch bei dem Quarzsandtest gesehen und auch gefühlt bei den Hausschmutz. Da waren keine Unterschiede, weil halt auch die Bodenbürste des Shark einiges ausgleicht. Sie sitzt irgendwie näher am Boden und eben durch diese zwei Walzen, eine für Feinschmutz, eine für Grobschmutz gleichzeitig, kann die natürlich wieder einiges an etwas schlechterer Saugleistung kompensieren. Also insgesamt war es eine wirklich gute Saugleistung, also wirklich von der Saugleistung ein gutes Gerät, was man kaufen kann. Ja, und damit will ich auch zum Schluss kommen. Mein Fazit kennt ihr eigentlich schon. Also mir hat das Gerät sehr gut gefallen. Ich kann es also auf jeden Fall empfehlen. Besonders kann ich es empfehlen für Leute, die viel Hartboden haben oder Tierbesitzer sind, weil gerade da kann das Gerät seine vollen Stärken ausspielen. Also praktisch, dass er eben den Hartboden mit seinen zwei Bürsten besonders reinigt, dass er Haare sehr gut aufnehmen kann vom Hartboden und sich keine Haare um die Bürste wickeln. Bei manchen Teppichen ist die Haaraufnahme ein bisschen schlechter, also deswegen sollte man nicht allzu viele Teppiche haben, da müsst ihr dann ein bisschen mehr drüber gehen. Aber Tierbesitzer werden da schon profitieren, dass man eben nicht mehr diese Bürste von Haaren befreien muss. Das ist schon eine schöne Sache. Dann natürlich das Wechselakku, was eine tolle Sache ist. Man kann also auch mal eine größere Wohnung haben, ohne dass man Angst haben muss, dass die Laufzeit nicht reicht. Und dass die Bürste natürlich beleuchtet ist, das ist auch eine schöne Sache. Und dass das Gerät in der Handhabung sehr bequem ist. Man kann ihn schnell entleeren, man kann ihn knicken und unter Möbeln saugen. Steckverbindungen funktionieren super und er ist auch durch das Display sehr komfortabel in der Bedienung.
Eine kleine Kritik gibt es trotzdem, also das Gerät ist relativ laut, es könnte etwas leiser sein, das würde man sich wünschen, zumindest in den hohen Saugstufen. Beim Gewicht mit der Bodenbürste, also Bodendüse und dem Saugrohr ist es relativ schwer, die Bodendüse ist ja relativ groß. Und dadurch wiegt er dann 4,1 Kilo und das ist schon ein ordentliches Gewicht, wenn man das Gerät öfters hin und her tragen muss. Also das sind so zwei kleine Mankos, die er noch hat, mit denen man aber sicher auskommen kann. Ja, das soll es gewesen sein. Den Link zum Testbericht und den technischen Daten und den Preisen und den Bezugsquellen, alles in der Videobeschreibung hier zum Video. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Wenn ja, abonniert das einfach. Es ist kostenlos, kostet euch nichts. Dann bekommt ihr eine Info, wenn es mal wieder einen Test von uns gibt. Das soll es gewesen sein. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.